Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, vielen lieben Dank, EBP. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Empyreon. Ich habe das Schiff hier wieder nach Hause gebracht und gleich nochmal ein bisschen aufgerüstet. Bin jetzt gerade direkt unzufrieden. Was ist denn hier los? Das hat nicht grau zu sein. So, und ja, wir sind eigentlich bereit, gleich wieder weiter zu fliegen. Wie cool ist das? Ich habe eigentlich nur das Schiff ausgeräumt und ja, zusätzlich unsere erbeutete Plasmakanone hier angebracht und mit Munition bestückt, sodass wir jetzt wieder etwas besser bewaffnet sind. Schon wieder etwas besser. Und ich habe mir ein bisschen Munition geholt für das Lasergewehr, sodass wir hier ein bisschen auf die Kacke hauen können. Können wir auch gleich mal ausrüsten. Dann wollte ich eigentlich einen Raketenwerfer bauen, damit wir mobil ein bisschen Sprengkraft haben. Ihr seht, ich habe hier noch ein bisschen mehr. Zack, machen wir einmal voll. Weil Explosionsschaden wäre ja auch ganz cool. Oh, ich produziere noch mehr. Ich glaube, das restliche Pentaxid kann ich mir mal sparen. Und ein bisschen veredeln stattdessen. Ja, den können wir vielleicht in der nächsten Folge schon mal ein bisschen durch die Gegend fliegen. Oh, gleich 30. 15 brauchen wir für den Sprung. Oh, 45. Ah, komm, hau rein. Wir brauchen Treibstoff. Ja, ich würde dann sagen, die Folge bleiben wir dann noch hier auf dem Planeten. Und gucken dann beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Und jetzt suchen wir uns jetzt mal einen Raketenwerfer T2. Klingt gut, oder? Aber dafür brauche ich einen Raketenwerfer da am Ding. Das ändern wir mal fix. Ich glaube, ich habe da noch einen rumliegen. Ich habe ein paar Deko-Paletten gebaut und komme jetzt mal hart durcheinander. Ich schon mal einen gefunden. Sieht nicht so aus. Cargo-Paletten geben auch keinen her. Muss ich tatsächlich einen bauen. Das ist ja toll. Aber gut. Machen wir trotzdem mal. Kann ich den hier irgendwie vorziehen? Nee. Machen wir nicht hier. So. Und danach gibt es noch ein bisschen Pentaxid. Haben wir noch? Ja. Aber noch ein bisschen was für Lasermunition übrig. Und dann können wir aber trotzdem schon unseren Raketenwerfer mitnehmen. Ich finde das gut. Ein bisschen Schlagkraft ins Feld führen. Wir nehmen natürlich auch die Raketenwerfer Mumpeln mit. 27 ist ja schon mal ein bisschen was. Können wir die Mumpeln eigentlich auch bauen? Was brauchen wir da? Promethium Pellets und Magnesiumpulver. Ja, brauchen wir noch fix ein paar. Jetzt kommt natürlich ein Schluck auf. Das passt ja super. Scheiße. Tut mir leid. Manchmal ist es, wie es ist. So, nehmen wir noch ein paar mehr Raketen mit und dann ist das doch cool hier oben. Dann suchen wir uns eine schöne Location, wo wir hinfliegen. Ich habe ja immer noch so ein bisschen diese beschissene Basis vor Augen. Wo knolzen wir das hin? Hier, das brauchen wir eigentlich nicht die ganze Zeit. Diese beschissene Basis. Unser Bodengleiter festhing. Und vielleicht kommen wir da ja mit der Plasmakanone mal ein Stückchen weiter. Jetzt haben wir auch ein paar Schilde. Wir haben ordentlich Sprit. Wir haben Tageslicht. Wir haben einen Anschlag vor. So, da ist unsere Plasmakanone. Schilde sind ausgefahren. Man merkt, dass das Schiff wieder ein bisschen träger geworden ist. Aber halb so wild. Also würde ich sagen, auf geht's. Einmal in Ärsche treten. Diesmal etwas besser bewaffnet. Blöden Ficker. Gut, Stoßrichtung stimmt. Ich habe ein bisschen Munition für die
Plasmakanone. Mal schauen, was die ausrichten kann. Ich mache ja gerne hier so eine zack, kleine Drehung. 14 Mark. So, und dann müsste das Ding. Ja, das Cyrex-Gebiet. Da hinter den Türen. Da ist er doch schon. Ich fliege ja direkt drauf zu, das ist ja herrlich. Streunet hier einfach was rum. Was ist das? Nichts. War wahrscheinlich so ein paar pimmelige Fußtruppen. Gucken wir mal, ob wir da reinballern können. Na, will mir einer was? Sagen. Gibt's aufs Maul, oder? Na, ist doll gelitten. Oh, eine Wumme haben sie mir weggeballert. Aber sonst geht's. Gut. Wow, ich glaube, die waren das. Dass sie aus dem Nichts spawnen, finde ich ja ein bisschen nervig. Ne? Aber gut. Bei euch bin ich gefeit. So, was haben wir hier vorne? Och, das geht doch gleich gut los. Zack. Einmal eingesammelt. Gepanzerte Tür. Ich will auch schon drauf. Aber für sowas haben wir uns ja den hier gekauft. Oder gebaut. Was? Habt ihr hier Raketengeschosse dabei? Was brauchen das Ding? Zielsuchende Raketengeschosse. Ach, leck mich. Und knüppeln wir das mit dem Ding kaputt. So, der erste ist hin. Ich wollte mir noch Verbände bauen. Scheiße. Aber gut. Das ist erstmal so. Ich esse mal ein bisschen was. Ich gehe wie immer spitze vorbereitet hier in die... Kommst du denn her? Wo eine ist denn her? Diesmal nicht. Okay. Diese Teleporter oder was? Ein Shotgun Cyrex. Da jetzt wieder einer? Das ist nur ein Alarm. Wo kommt das her? Hier kommt das her. Ach, da ist der Penner. Scheißvieh, ey. Kann ich den nicht mal looten? Scheiße, nach 1. Es kommt jetzt wahrscheinlich auch aus allen Richtungen hier. Oh, schon mal gut aufgeräumt hier, ne? So, Teleportstation.
Tyrex Shotgun. Mal 3. Okay. Dann können die da spawnen. Die sind hin. Wo kommst du denn her? Oh, shit. Ich dachte, den hätte ich erwischt. Boah, und alle finden das geil, wenn ich die abknall. Jetzt ist hier auch offen. Was ist das denn? Sprengladung. Okay. Was ist das? Ich habe das Gefühl, es kommt da raus. Da habe ich was gegen. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ist das ein Schalter? Nee. CD. Treibstofftank. Schrotflintenbausätze, was sind die alles dabei? Ja, unglaublich. Ist das die Waffe, die dieses Geräusch macht? Ich check es halt nicht. So. Ist doch hier schon mal ein bisschen Ordnung. Wow. Sauerstoff entfernt. Okay, ist mir egal. Ist voll leer. Geschütztürme da drin. Da oben ist noch einer. Da ist auch. Die brauche ich gar nicht kaputt machen. Denn wir haben da einen Kern. Geht das Ding nicht kaputt oder was? Kann ich nicht beschädigen. Das ist ja ärgerlich. Das sind tatsächlich einfach nur Roboter. Ist ja witzig. Von da komme ich ran. So, Klump. Ihr Pisser. Jetzt reiße ich das Ding nämlich einfach ab. Komm her. Danke. So, erstmal raus. Ist das? Glasplatten. Okay. So, dann erstmal nur draußen, würde ich sagen. Ich glaube, ich setze hier einfach mal einen Kern ein. Arschloch. Und mach das zu meiner Basis. Dann kriege ich hier noch viel mehr Stuff. Dann reiße ich den nachher einfach wieder ab. So, erstmal den ganzen Fuddel hier rüber. Das nicht. So, wo habe ich den Kern eingelagert? Hier. Zack. Dann machen wir den Vehicle-Port mal zu unserem. Mal sehen, ob das funktioniert. Kann ich das Ding hier schön übernehmen. Alles, was hier drin ist, schön abbauen. Zack. Mal eins. Super gut. So, dann gucken wir doch mal. Demontieren. Was haben wir da bekommen? Ach, das ist einfach nur Mobiliar. Na gut. Da macht ja nichts. Zack. So eine Frachtbox. Gibt ganz viel Deko für unsere Basis. Kann ich auch voll mitleben. Frachtboxen kann man immer gebrauchen. Zack, alles meins. Meins, 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 meins,
Mainz, Mainz. Bin ich schon dran? Ja, Mainz. Noch eine Frachtbox. Große Sauerstofftanks, finde ich auch sehr gut. Ist das? War ich da dran? Ja, gut, Mainz. Große Frachtbox. Schon mal ganz gut aufgeräumt. Geht von hier, glaube ich, schon mal weit weniger Gefahr aus. Diese dreckigen Halunken. Mein Fressen, ist das viel Stuff. Auf. Gib mir mehr, da oben war ich noch gar nicht. Wie viel Arbeit man sich sparen kann. Aber da könnte noch ein bisschen Gelumpe rumrennen. Meins, meins. Meins, meins. So, und da war ja hier hinten irgendwie ein Schacht. Meins. Aber wirklich nur mit. Was ist das denn? Okay. Was bist du hier für Gelumpe? Kann ich nicht abehren. Könntest du dich jetzt immer pflanzen? Na gut. Ausdauer wieder. Ach, kann man sich hinsetzen? Das ist ja cool. Ausdauer holt sich, ja. Das ist meins. Meins, meins, meins. Meins, 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 meins. Meins. So, sehr schön. Noch ein Bohrer T2. Kernbot. Also Pulsgewehre, Medizin. Das läuft hier. Jäger und Sammler. Verstärkte Fenster sogar. Das finde ich richtig gut. So, was kriege ich da? Selbstschussanlage. Geil. Schutt und Asche. Rolltor nehme ich auch mit. So. Jetzt bin ich auch da, wo ich vorhin drauf geguckt habe. Steckte Fenster. Hier, Licht nehmen wir auch mit. Von wegen Cyrex am Arsch. Ist das? Also, Lampe. So. Was können wir denn hier noch Schönes mitnehmen? Bevor die ganze Hütte demontieren. Hier, Ventilator. Warum die Hütte hier Ventilatoren braucht, ist mir zwar ein Rätsel, aber drauf hier schissen. Dann reißen wir dem Teil einfach das Fundament unter dem Arsch weg. Dann haben wir das Multitool. Ja, Lichter nehmen wir noch mit. Weil nachher gibt es nur noch Stahlplatten. Platz haben wir noch. Nicht mehr viel. Also erstmal den Scheiß ins Raumschiff rein. Das ist eine Lampe. Komm. Ist ja noch irgendwie ein Eingang, den ich übersehen habe. Oder ein Weg in den Keller oder so. Sieht erstmal nicht so aus. Oh. Asi. Hat der das echt überlebt, ey? Meiner Meinung nach war der im Kopf, aber gut, mich fragt ja keiner. Bin ich auch so unvorsichtig. So. Boah, alles mir, ne? So. Einmal bitte den Grundstein weg.
bis hier alles zusammenfällt. Nur bitte nicht auf meinen Kopf, das wäre schön. Lampe. Na? Will nicht. Es hält sich tatsächlich über das Mittelgerüst. Ich werd verrückt. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Zack, machen wir Licht an. Fenster hier, wie spielt er noch? Ich hab sogar noch Zeit. Ich mag mich da jetzt ungern reinstellen zum Abbauen. Das fällt mir doch auf den Kopf. Komm denn da hin? Holt sich zurück. Moppel, ja. Sag mal, muss ich hier langsam mal wegbrechen. Hier muss es ja recht sicher sein. Da fängt es langsam an. Die kleine Spitze, ja. Das ist alles. Der Rest hält ja auf dem Scheiß. Wer will das denn erzählen? CD-Display. Rabbimmel. Gib mir Stahl. Euer Scheiß Ernst? Da haben wir nochmal eine Ecke. Und dann ist es tatsächlich nur noch der Kern. Gib, 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 gib. Gib, 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 gib. So, Unmengen an Stahl. Ich kann sie hier aufsammeln. Nein, gib's her. Das schwebt einfach auch schön. So. Was ist das denn? Ein Ventilator. Jetzt, ich bin voll. Das hat sich denn ja mal gar nicht gelohnt. Scheiße. Na egal. So, was haben wir hier jetzt? Drei Stahlplatten. Kann Gegenstand nicht aufheben. Ich bin voll. Schuflade T2, als T2. Zimmerpflanzen. Ja, gut. Holen wir gleich. Scheißding, ey. Auseinandergewichst. Mir lange genug auf den Trichter. Jetzt will ich ja mal sehen, wie sie das wieder bevölkern. Alles mir, Penner. So. Ja, sind mir viel übrig von eurem scheiß Vehicle-Port. Habt ihr davon, dass ihr mit zwei meiner Fahrzeuge zerballert habt? Da ist auch nichts Geheimnisvolles mehr drunter. Wer hätte es gedacht? So, kann ich mich mit Stahl wieder zuschmeißen? Werde ich sicherlich fürs große Raumschiff brauchen können.
sammeln? Bist du doof? Scheißding. So, das war dann auch quasi unser erster richtiger Angriffsflug mit dem Cat-Server. Haben wir schön die Scheiße aus dem Leib geprügelt. Wenn auch mit leichten Verlusten. War nicht so lohnenswert wie diese Alien-Dinger. Die gehen tatsächlich weit besser. Also zumindest vom Blut her. Aber es war witziger. Weil die Gegner einfach nicht so ätzend sind. Diese kleinen, pimmligen Skorpionviecher. Diese Horrorteile, was auch immer die sein sollen. Die gingen mir ganz schön auf den Sack. Und wir haben auch ein bisschen was looten können, wa? Kann ich sogar die Basis ein bisschen schick machen. Donnerlittchen. Ich glaube, ich muss noch mal einen Wohntrakt anbauen. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, ob hier jetzt trotzdem eine Basis wieder entsteht. Wenn ich hier alles abreiße. Aber es bleibt, glaube ich, als Basis markiert. Meine erste Basis ist ja auch immer noch auf der Map. So, dann ist es Zeit für einen Dekonstruktor. Dann mache ich Eisen draus. Also zumindest ein Teil davon. Dürfte eine Menge zusammenkommen. Bin gleich ein bisschen gespannt, muss ich zugeben. Ein kleiner blöder Alienkäfer. So, Kumpels heute? Ja, ich tu dir nichts. Ich habe hier die bösen Aliens weggemacht. Nicht, dass ich nicht auch ein böses Alien-Fan wäre, aber egal. So. Aus dem Kontinuum gelöscht. Ganze Scheißding. Zack. Bleibt nichts von übrig. Wer so viel Scheiße baut, muss damit leben, aus der Existenz radiert zu werden. Scheißhaufen. So. Was? Hier stand mal was? Nie im Leben. Ja, ist doch gelungen. So, damit ist mal wieder eine Folge vorbei. Ha, von wegen wie gebohrt am Arsch, ey. Auf zurück nach Home One. Das ist schon wieder Zappenduster, ey. Meine Fresse. So, und da muss ich tatsächlich mal sehen, dass ich mir die Zutaten für diese Heilteile in meinen Garten pflanze. Um langfristig hier mal Medikit-mäßig autark zu werden und nicht auf Loot und Einkäufe angewiesen zu sein. Und ich werde wohl nochmal einen Ausflug in den Orbit machen, da ein bisschen was verticken. Entweder in den Orbit oder zu den Polaris, eins von beiden. Ich mag das. Ungemein viel. Mann, gut, dass ich's habe. So. Aber das war doch ein schöner kleiner Ausflug. Ich glaube, mir gefällt die Folge. Wenn ich das jetzt noch mit der Lautstärke diesmal geschissen kriege, jetzt ist meine Facecam tatsächlich aus. Was soll denn das? Aber gut. Geht die Welt nicht von unter. Zick, einmal ausrichten bitte. Ein bisschen schräg stellen. Und Landemanöver. Ketzer wieder im Horst. Mission accomplished. Ah, wir haben schon ein paar Treffer kassiert, ne? Wird Zeit für eine Reparaturplattform. Oha, da ist auch was weggeflogen. Keine Ahnung was.
meine Begriffe fällt das quasi unter unbeschädigt. Ja, die ein bisschen, die gar nicht. Links und rechts überall sind getroffen. Aber okay, die Welt nicht von unter. So, mal gucken, was wir für Schiffswaffen bauen können. Könnte interessant werden, oder? Zack, zack. Noch gar nicht großartig. Kleines Raumschiff. Was haben wir denn hier? Wie? Nix? Doch. Das nächste bessere werden Pulslaser. Plasmakanone. Habe ich das schon freigeschalten? PK-Ladung. Warum? Also ich glaube, ich will aber lieber den Pulslaser haben. Ich meine, wenn ich schon genug Tech-Punkte habe, kann ich die eigentlich auch freischalten, oder? Ziskosium-Legierung, ja gut. Finden wir bestimmt auch noch irgendwie. Ja, wenn wir schon bei sind. Wir haben so viele Forschungspunkte. Machen wir gleich mal alles fertig hier. Container-Lagererweiterung. So. Erzähl mir mal was, verbessert der Konstruktor. Pulslaser. Ja, da fehlt mir noch das Ziskosium. Das fehlt mir bei allen besseren Waffen. Railgun finde ich ja auch geil. Also vom Prinzip her einfach beschleunigte Masse auf irgendwas schießen. So, aber jetzt können wir die PK-Ladung bauen. Elementar. Oh, brauchen wir auch Pentaxid für? Erastrum-Gel und Kohlenstoffsubstrat. Huhu. Na ja, gut. Halb so wild. Wir haben einen Haufen Scheiße da. Beim nächsten Mal. Ja, dann ersetzen wir vielleicht schon mal das erste Paar Gatling. Ja, guck ich, dass ich ein bisschen Ziskosium vielleicht gekauft kriege. Dann ersetzen wir die beiden. Durch. Nette, kleine Pulslaser. Feuerrate 100. Feuerrate 75. Das ist natürlich nicht vergleichbar, ne? 240. Aber immer noch schnell. Ja, 30. 40. Ja, der gefällt mir, glaube ich, schon. Guti, ihr Lieben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Ihr seht mich jetzt nicht mehr, aber ihr seht das Spiel. Muss einfach mal reichen. Ich glaube, ich kriege nie eine Folge, wo die Facecam mal richtig durchzieht. Aber naja, man kann nicht alles haben. Ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann in der Zwischenzeit werde ich wahrscheinlich hier die Basis mal ein bisschen verschönern und dann fliegen wir mal zum Raumhafen und gucken, was wir uns da Schönes kaufen können. Bis dahin bedanke ich mich bei euch. Macht euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.